Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Dequa Legacy auf eurem Lieblingskanal mit eurem Lieblings-YouTuber Mr. Mangobaum. Und bevor wir starten, muss ich nur mal kurz sagen, es tut mir leid, dass am Dienstag kein Video rauskam, das kam halt am Mittwoch raus. Genau, ich habe einfach vergessen, das Video hochzuladen. Ja, wie das bei mir so manchmal ist mit meiner Vergesslichkeit. Also genau dafür wollte ich mich entschuldigen. Und ich wollte kurz ankündigen, Dequa Legacy, ich höre dann auf, wenn ich den Klassik, wenn die Kampagne durch hat, weil ihr es nicht sonderlich feiert. Ich werde es dann wahrscheinlich durch ein Spiel von Matt Dickey ersetzen, wenn ihr euch fragt, wer das ist. Matt Dickey ist ein Spieleentwickler, der hat auch die Spiele School Days und Hard Time gemacht und die Spiele haben alle die typische Grafik und die Steuerung, bloß geht es halt auch manchmal um verschiedene Themen, zum Beispiel Wrestling-Spiele gibt es da, aber auch noch andere. Ihr könnt auch gerne natürlich den mal gucken, was er so für Spiele macht. Dann könnt ihr mir natürlich gerne sagen, ob ihr welche Spiele von ihm auf meinem Kanal sehen wollt. Oder vielleicht wollt ihr vielleicht auch lieber irgendwas anderes sehen. Ich denke gerade auch noch drüber nach, zum Beispiel den BR-Bausimulator zu spielen oder ein Kriegsstrategiespiel, weil das hatte ich eben überhaupt noch nicht. Genau. Oder falls ihr nochmal wollt, dass ich alle Spiele, die ich so habe, aufzähle und dass ihr euch davon als aussucht, dann kann ich das auch mal machen. Dann mache ich dann nochmal ein extra Infovideo dazu. Dann habe ich halt mal 4 Videos in einer Woche. Das ist dann aber nicht so schlimm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Beim letzten Mal haben wir im Pferdland irgendjemanden besiegt. Jetzt geht's nach Westwind. Jetzt kämpfen wir gegen Schwertzorn-Leute. Also mit Leute mit Schwertern. Ah, nee. Gegen Bogenschützen und gegen die Spartaner. Beim letzten Mal waren es gegen die Schwertleute und die Bogenschützen. Ja, genau, also Westwind ist auch ein neutrales Land und hier herrschen Archidons und Spertons, also Spartaner. Genau. Erstmal Bauarbeiter, Bergarbeiter holen, die für uns arbeiten. Das ist nämlich schön. Ich frage mich, ob die effektiver wären, wenn ich selbst einen nutzen würde, ob das besser gehen würde. Das frage ich mich gerade. Aber ich will es jetzt auch nicht ausprobieren. Das könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das Spiel feiert, dass ich nach der Kampagne noch weiterspielen soll, weil es gibt dann noch andere Modi und ob ich da beim Bergarbeiter selbst benutzen sollte. Oder allgemein bei allen Spielen könnt ihr mir Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Genau, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ja, gut, dann baue ich jetzt mal ein paar Einheiten. Genau, ich sollte eigentlich immer warten, bis eine fertig ist. Weil, und dann erst die nächste kaufen. Nämlich, wenn ich. Jetzt habe ich nämlich gleich genug Geld, um Bogenschützen zu kaufen. Nämlich, wenn ich ziemlich viel Geld ausgebe für zum Beispiel 5 Schwertleute und ich dann sehe, dass ich trotzdem viel Geld habe, hätte ich mir vielleicht lieber doch nochmal einen Bogenschützen geholt. Okay. Das finde ich gut. Obwohl, ich mache das jetzt so. Gut, das war dumm. Wir brauchen ein bisschen Power. Na gut, einer ist gestorben, da habe ich jetzt mal ein paar mehr Schläger geholt oder wie man die auch immer nennen mag. Genau. Dann warte ich mal, bis die fertig sind, dann hole ich mir mal einen Spartaner. Oder vielleicht auch zwei. Oder drei. Genau, dann warte ich jetzt noch ein bisschen. So. Und wie war euer Tag so? Ja. Ich bin immer noch im Homeoffice. Das ist ganz chillig. Genau. Aber es ist halt jeden Tag das gleiche. Also auch ein bisschen langweilig. Deshalb ist es eine gute Abwechslung, wenn ich mal aufnehmen kann und ein bisschen mit euch, also mit meinem Handy eigentlich mich unterhalte. Weil ihr hört ja nicht live zu. Wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich Videos aufnehmen schon eine komische Sache. Man redet mit sich selbst in diesem Moment. Ding, ding, ding.
So. Dann wieder ein bisschen hier investieren in meine Schwertleute und Bogenschützen. Die nehme ich halt, weil die eigentlich ganz gut sind. Und vor allem auch die Bogenschützen, weil die halt überhaupt wenig kosten im Verhältnis zum Beispiel zu den Spartanern. Und halt auch noch günstig im Verhältnis sind. Finde ich. Ich hole mir dann noch mal 3 Spartaner. Man muss ja auch mal was anderes ausprobieren. Nicht immer nur ein, zwei. Weil das macht dann eigentlich keinen Sinn. Die sind am besten ganz vorne und federn dann die Schüsse ab von den Bogenschützen. Ich könnte eigentlich jetzt schon angreifen, weil die sind schon ziemlich geschwächt, finde ich. Wir sind nicht so zahlreich wie wir. Ja, dann machst du danach nochmal einen Zauberer. Und dann Bogenschützen und Schwertkämpfer. Aber mit dem Zauberer laufe ich alleine, weil der muss ganz schnell nach vorne und die dann angreifen. Mit seinen Fähigkeiten. So. Dann sind wir gleich fertig. Ach ja, die haben ja so neue Säcke. Keine Ahnung, wie die da drin mehr Gold transportieren können. Ich frage mich, oh ja, das wird er alle, das wird alle. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ja. Nein, mit ihm. Ich will er sein. Der Zauberer. Ich will der Zauberer sein, Mann. Ist das so schwer? Danke. Angreifen. Ah. Ich will mich opfern. Bis sich Gandalf eben opfert. Und. Und ich bin gestorben. Und die Ego-Bogenschützen schießen natürlich wieder nur auf den Turm. Aber auch auf die Bergleute. Die schießen kein bisschen auf die Gegner hier, die hier stehen. Ist aber schon richtig cool, der Kampf. Ich sollte mal ausbilden. Wenn man merkt, ich habe weniger. Diesmal. Weil jetzt auch die Bogenschützen mal leiden. Da sehen die mal, was ihr Ego bedeutet. Es ist eigentlich verdient, dass die mal besiegt worden. Ja gut. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, genau, würde mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.